Immer mehr Fahrzeughersteller verabschieden sich vom manuellen Schaltgetriebe bei ihren Fahrzeugmodellen. Aber warum ist das so? Ist das der Wunsch der Kunden oder steckt da vielleicht auch was ganz was anderes dahinter? Und hat das Schaltgetriebe überhaupt noch eine Zukunft? Das versuchen wir in diesem Video zu klären. Ich habe euch zu diesem Thema bereits Mitte 2021 ein Infovideo gemacht und damals schon berichtet, dass Volkswagen plant, ab 2023 die Schaltgetriebe aus dem Sortiment zu nehmen. Jetzt haben wir 2023, Schaltgetriebe gibt es zwar immer noch, aber die Anzahl an Fahrzeugmodellvarianten, die bereits nur noch mit DSG erhältlich sind, haben sich in der Zwischenzeit deutlich erhöht und VW, Audi und Co. gehen jetzt noch konsequenter gegen die Handschalter vor. Speziell bei den leistungsstärkeren Motorisierungen sind Handschalter kaum noch zu bekommen. Aber auch über alle Antriebsvarianten eines Modells verschwinden die Schaltgetriebe aus dem Katalog. So wie beispielsweise bei der neuen Generation des VW Passat und des VW Tiguan, denn die werden künftig nur noch mit einem DSG zu haben sein. Schaltgetriebe sucht man bei ihnen dann vergeblich. Leider nein, leider gar nicht. Gleiches gilt beim kommenden Skoda Superb der vierten Generation und dem Skoda Kodiaq der zweiten Generation. Die tschechischen Plattformgeschwister von Passat und Tiguan werden ebenfalls nur noch mit DSG angeboten werden. VW hat zudem das Bedienkonzept des DSG neu entwickelt. Der klassische Wahlhebel bzw. Wahlschalter in der Mittelkonsole verschwindet und wandert auf die Lenksäule, wo er künftig seinen Platz findet. Was sagt ihr zu dem neuen Konzept des Gangwahlhebels an der Lenksäule? Schreibt mir eure Meinung dazu mal gerne unten in die Kommentare. Aber das ist nur der Anfang und VW möchte so rasch wie möglich die komplette Modellpalette auf DSG umstellen. Ursprünglich war geplant, dass die Deadline 2030 ist, mittlerweile soll das generelle Aus für das Schaltgetriebe sogar noch früher kommen. Beim Facelift des Golf 8, welches 2024 auf den Markt kommen wird, hat VW jetzt schon verkündet, dass es den künftigen GTI nicht mehr als Handschalter geben wird. Also wer noch einen Golf GTI als Handschalter haben möchte, muss sich jetzt noch rasch den aktuellen besorgen, danach ist Schluss. Gleiches gilt dann natürlich auch für das Facelift des Skoda Octavia RS. Als TSI RS wird er dann nur noch mit einem 7-Gang DSG zu haben sein. Den TDI RS gab es ja schon vorher nicht mehr als Schalter. Aber auch bei den restlichen Motorvarianten des kommenden VW Golf Facelift denkt Volkswagen laut über den Wegfall des Schaltgetriebes nach. Ob dann auch der neue Lenksäulenwahlhebel im Golf 8.5 Einzug halten wird, ist nicht gewiss. Für ein Facelift wäre das aus meiner Sicht schon ein großer Eingriff in den Innenraum und ist eher untypisch. Und wenn man diesen Schritt geht, dann gibt es definitiv kein Schaltgetriebe mehr beim Golf 8 Facelift. Aktuell alles reine Spekulation, sobald es dazu konkretere Infos gibt, erfahrt ihr es natürlich hier auf meinem Kanal. Darum lasst gerne ein Abo da und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr in Zukunft keines meiner Videos mehr. Gut oder nicht gut, je nachdem, ob man eingefleischter Schaltgetriebe-Fan ist oder nicht, aber warum ist das jetzt so? Reagieren die Fahrzeughersteller auf den Wunsch der Kunden? Greifen die Kunden in den letzten Jahren tatsächlich immer öfter zu einem DSG- oder Automatikgetriebe und verstauben die Schaltgetriebe regelrecht in den Lagern der Werke? Dazu wollte ich in meiner letzten Kanalumfrage eure Meinung wissen, ob das Schaltgetriebe überhaupt noch zeitgemäß ist und wie ihr zum Handschalter steht. Und dabei ist folgendes Ergebnis rausgekommen, 16% sagen, wenn, dann Schaltgetriebe, was anderes kommt euch nicht ins Auto, 22% von euch sagen, ja aktuell noch Schaltgetriebe, mit einem DSG könnte ich aber auch gut leben, 13% finden den Trend zum DSG gut und die überwiegende Mehrheit von 46% sagen, nie wieder Schaltgetriebe, ich bin vom DSG absolut überzeugt. Und 2% wissen offenbar nicht, was ein DSG ist und was das sein soll. Nein, doch. Oh. Ja, finde ich auch ganz witzig. Also ich würde mal behaupten, dass sich zumindest ein nicht unwesentlicher Teil der Kunden schon noch für ein Schaltgetriebe entscheiden würde, wenn ich mal euer Voting als Referenz heranziehe. Es zeichnet sich aber auch ganz klar ab, dass die Mehrheit von euch schon in Richtung DSG oder Automatikgetriebe tendiert. Ein wirklich spannendes Ergebnis, wie ich finde. Was VW angeht, stehen die Wolfsburger als Fahrzeughersteller mit dem Einschnitt der Schaltgetriebe aus dem Programm zu nehmen nicht alleine da. Viele andere Hersteller gehen den gleichen Weg,
wie zum Beispiel Mercedes, wo seit Anfang 2023 die Produktion von neuen Fahrzeugmodellen mit Schaltgetriebe eingestellt wurde. Die Umstellung auf Automatikgetriebe erfolgt modellspezifisch beim Umstieg auf neue Fahrzeuggenerationen. Bei anderen Herstellern sieht es sehr ähnlich aus und konkret gibt es aus meiner Sicht zwei wesentliche Punkte, die für den Aderlass der Schaltgetriebe sprechen. Da wären zunächst einmal die immer strenger werdenden Abgasnormen zu nennen. Euro 7 ist zwar noch nicht beschlossen, einige EU-Länder legen sich immer noch quer. Nein, nein, nein. Es wird aber zu einer verschärften Abgasnorm in der einen oder anderen Form kommen, das ist definitiv so. Und mit einem DSG lassen sich nun mal bessere Emissionswerte erzielen als mit der gleichen Motorisierung in Kombination mit einem Schaltgetriebe. Als Beispiel möchte ich euch hier den Vergleich eines Skoda Octavia RS der vierten Generation zeigen, und zwar mit dem 245 PS TSI Vierzylinder, einmal als Handschalter, wie es ihn bis Anfang 2023 noch offiziell gab, und einmal mit dem 7-Gang DSG. Und die DSG-Variante hat laut Skoda einen definitiv niedrigeren CO2-Ausstoß als der Handschalter und ist somit sogar eine Effizienzklasse niedriger gelistet als der Octavia RS mit Schaltgetriebe. Und das hilft unter anderem auch schon, um die strenger werdenden Emissionswerte zu erreichen. Ein zweiter Faktor sind dann natürlich auch die Kosten bei der Produktion. Durch den Wegfall des Schaltgetriebes werden Ressourcen für Entwicklung und Produktion frei. Das spart den Herstellern Zeit und natürlich auch Geld. Habakuk hat wenig und Habakuk zahlt auch wenig. Wem sagst du das? Schön wäre natürlich auch, wenn diese Kosteneinsparung auch an die Kunden weitergegeben wird. Ob das der Fall ist, kann man natürlich nur sehr schwer bis kaum nachvollziehen, denn ein Fahrzeug mit einem DSG oder Automatikgetriebe kostet in der Regel immer noch mehr als das gleiche Fahrzeug mit einem Schaltgetriebe. Dazu kommen dann eventuell noch diverse Wartungskosten, die man in dieser Form bei einem Schaltgetriebe nicht hätte, aber dafür hat man halt auch wieder einen ganz anderen Fahrkomfort, werden die Befürworter der selbstschaltenden Getriebe sagen. Und. Zu welchem Lager zählt ihr euch? Pro Schalter oder pro DSG-Automatikgetriebe? Und was spricht aus eurer Sicht für das eine und gegen das andere? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Dazu gäbe es dann auch noch einen dritten Punkt, den ich erwähnen könnte, nämlich der immer stärker werdende Anteil an E-Mobilität im Portfolio der Hersteller. Denn bei einem E-Auto braucht man nun mal kein Schaltgetriebe. Ist so. Und somit ist die Sinnhaftigkeit für viele Hersteller, weiter Schaltgetriebe zu entwickeln und zu produzieren, auch angesichts dieses Aspektes nicht mehr gegeben. Und im Zuge der Erstellung dieses Videos habe ich sogar noch einen vierten Punkt gefunden, den ich euch ebenfalls nicht vorenthalten möchte. Und dieser stammt direkt von Volkswagen in Form dieser Grafik, die ich euch jetzt hier zeige, die uns die Produktion der verschiedenen Getriebe in den letzten Jahrzehnten zeigt. Im Vergleich Automatikgetriebe bzw. DSG zu Handschaltgetriebe, und laut Volkswagen lag der Anteil an Handschaltgetrieben 1999 noch bei 85%, Automatikgetriebe lagen hier bei 15%, 2009 zeigt uns die Grafik hier dann schon eine Trendwende, da lag das Handschaltgetriebe nur noch bei 61% und 2019 soll dann das DSG die deutliche Oberhand mit 76% haben und das Handschaltgetriebe kommt hier laut Volkswagen nur noch auf 24%. Ob das jetzt tatsächlich der Realität entspricht oder nicht, kann ich euch natürlich nicht sagen. Meine Glaskugel ist aktuell beim Service, aber ja, das sind eben die offiziellen Zahlen, die uns Volkswagen hier weitergibt, und ist aber eine interessante Entwicklung und wollte ich auf jeden Fall noch als vierten Punkt anführen. Lange Rede, kurzer Sinn, das sind aus meiner Sicht die wahren Gründe, warum wir uns in absehbarer Zeit wohl ganz vom Schaltgetriebe verabschieden müssen. Auch wenn es dem einen oder anderen nicht schmecken wird, dieser Trend ist wohl nicht aufzuhalten und damit werden wir uns arrangieren müssen. Fällt euch vielleicht noch ein weiterer Grund für das Aus des Schaltgetriebes ein, den ich jetzt hier nicht genannt habe? Dann schreibt mir das ebenfalls gerne unten in die Kommentare.